Im September 1999 wurde ein Mann in ein Krankenhaus in der japanischen Präfektur Ibaraki eingeliefert. Er litt unter starkem Erbrechen und einem Gefühl von überwältigender Müdigkeit. Hisashi Yuichi sah sehr schlecht aus. Sein Gesicht und seine Augen waren rot und er klagte über Schmerzen unter seinem rechten Ohr und in seiner rechten Hand. Die Ärzte waren völlig perplex. Aber seine Laborergebnisse waren noch seltsamer. Bei einem gesunden Menschen machen die Lymphozyten etwa 25-48% aus. Aber in Hisashis Blut fanden die Ärzte nur 2%. Das war ein Zeichen dafür, dass sein Immunsystem kurz vor dem Zusammenbruch stand. Die Sanitäter waren schockiert, dass ein Patient mit solchen Werten überhaupt noch lebt. Wie sich herausstellte, arbeitete er in einer Anlage, die Kernbrennstoff aufbereitet. Hisashi zeigte die klassischen Symptome der Strahlenkrankheit, also leiteten die Ärzte ein Standardverfahren ein. Aber sie hatten keine Ahnung, was die Strahlung mit dem Körper ihres Patienten anstellen würde. In diesem Video kannst du dich auf einige der haarsträubendsten Fälle von Strahlenbelastung gefasst machen. Was solltest du in einem verlassenen Krankenhaus niemals anfassen? Warum haben Wissenschaftler immer wieder an einem tödlichen Kern herumgepfuscht? Welchen schrecklichen nuklearen Zwischenfall im Ozean versuchten die Sowjets zu verbergen? Und was macht die intensive Strahlung wirklich mit dem menschlichen Körper? Das Schlimmste ist, dass Strahlenopfer oft nicht einmal wissen, dass sie der Strahlung ausgesetzt waren oder wie hoch ihre Dosis war. Hisashi Yuichi wurde in die Universitätsklinik in Tokio verlegt. Dort erwartete ihn ein spezielles Doppelzimmer, das den Patienten komplett von der Außenwelt isolieren sollte. Die Sanitäter wussten, dass seine Überlebenschancen vor allem von der Aufrechterhaltung einer sterilen Umgebung abhingen. Die Strahlenkrankheit entwickelt sich in verschiedenen Stadien und die ersten sind ziemlich gut erforscht. In der ersten Phase versucht der Körper, die Strahlung so schnell wie möglich auszuscheiden. Daher kommt es zu Symptomen wie Erbrechen und Durchfall als Reaktion auf die Reizung der Schleimhäute. Die gute Nachricht ist, dass diese Phase nur ein paar Stunden dauert und die Symptome danach abklingen. Dann beginnt die zweite, latente Periode. Das Tückische daran ist, dass alle Krankheitserscheinungen verschwinden, aber nicht die Strahlung. Die Patientin oder der Patient fühlt sich besser, aber während dieser Zeit zerstört die Strahlung aktiv ihren Körper und die Folgen sind unweigerlich zu sehen. Hisashi hatte Glück, dass er ins Krankenhaus gebracht wurde, wo das Personal genau wusste, was zu tun war. Zumindest dachten sie das. Denn zu diesem Zeitpunkt wusste noch niemand, welche Strahlendosis Hisashi abbekommen hatte. Aber damals machte sich niemand Gedanken über solche Details. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde Radium nicht als gefährlich angesehen. Ärzte behaupteten sogar, dieses chemische Element sei gut für die Gesundheit. Die United States Radium Corporation begann mit der Herstellung von Leuchtfarben auf Radiumbasis. Als die USA in den Ersten Weltkrieg eintraten, begann die Massenproduktion von Uhren mit Radium-Hintergrundbeleuchtung. Die Details mussten von Hand gemalt werden, sodass mehr als 4000 junge Frauen einen strahlend schönen Job bekamen. Die Aufgabe war einfach: 250 Uhren pro Tag mit einem winzigen Kamelhaarpinsel von Hand zu bemalen. Aber es gab einen Haken: Sie mussten den Pinsel alle paar Striche ablecken, damit die Farbe nicht eintrocknet. Manche Mädchen bemalten sogar ihre Nägel, Lippen und Zähne mit dem Zeug, bevor sie zum Tanzen gingen. Aber nach ein paar Jahren Arbeit klagten die Fabrikarbeiter über Müdigkeit, Blutarmut, Zahnfleischbluten, Kieferschmerzen, Fehlgeburten, Knochenbrüche und sogar Krebs. Die erste Leidtragende war die 24-jährige Molly Magia. Sie suchte wegen Zahnschmerzen einen Zahnarzt auf. Aber als der Zahnarzt versuchte, den Zahn zu ziehen, löste sich ihr Kieferknochen buchstäblich auf. Ihre Wunde heilte nie und Mollys Zustand verschlechterte sich rapide. Innerhalb weniger Jahre, als ihre Knochen nahezu alle zerfallen waren, verstarb Molly. Es gab Dutzende von ähnlichen Fällen. Indem sie die letzten Jahre dieser Arbeiter beobachteten,
begannen die Ärzte endlich zu verstehen, was mit dem menschlichen Körper unter dem Einfluss von Strahlung geschieht. Heute werden radioaktive Stoffe in der Medizin eingesetzt. Aber manchmal endet der Einsatz tragisch, mit unvorhergesehenen Folgen. 87 brachen zwei Schrotthändler in Goiânia in ein verlassenes Krankenhaus ein, um nach Wertvollem zu suchen. Bald darauf stießen sie auf eine medizinische Maschine. Darin befand sich eine Überraschung. Ein Kanister aus Bleistahl mit einer Kapsel. Sie nahmen sie an sich und lösten damit unwissentlich einen Countdown aus, der zur Katastrophe führte. 5 Tage später verkauften die Händler den Kanister an einen Schrottplatz. Sein Besitzer, De Ver Ferreira, ließ ihn aufschneiden. Im Inneren der Kapsel befand sich ein Pulver, das blau leuchtete. Ferreira nahm das Pulver mit nach Hause und lud die nächsten 2 Wochen lang Leute zu sich nach Hause ein. Die Leute kamen vorbei, bestaunten das schimmernde Pulver, berührten es, rieben es zum Spaß auf ihre Haut und nahmen sogar Proben mit nach Hause. Ferreiras 6-jährige Nichte, Leide de Neves, bekam das Zauberpulver von ihrem Vater geschenkt. Doch dann geschah es. Das Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sich herausstellte, dass das magische Pulver in Wirklichkeit radioaktives Cäsium-137-Chlorid war. Die ganze Zeit über hatte es jeden, der mit ihm in Berührung kam, stillschweigend umgebracht. Das Mädchen entwickelte schnell starke Schwellungen am Oberkörper und ihre Haare fielen aus. Sie wurde in einem separaten Raum isoliert, aber ihr Zustand verschlechterte sich sehr schnell. Zuerst versagten ihre Nieren und Lungen, dann folgten innere Blutungen, die nur einen Monat später zu ihrem Tod führten. Sie wurde in einem Glasfasersarg begraben, um eine Ausbreitung der Strahlung zu verhindern. In den folgenden Tagen starben 3 weitere Menschen an ähnlichen Symptomen. Die Frau des Schrottplatzbesitzers und 2 junge Männer im Alter von 22 und 18 Jahren, die beim Aufschneiden der Kapsel halfen. Aber die Folgen dieser fatalen Entdeckung waren noch nicht vorbei. Rund 200 Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert und mussten sich über 20 Jahre lang behandeln lassen. Ferreira selbst starb geplagt von der Schuld und dem Alkoholverfallen. Diese Tragödie hätte vermieden werden können, wenn das Krankenhauspersonal die Kapsel ordnungsgemäß entsorgt hätte. Und das ist nicht der einzige Fall einer Strahlenkatastrophe, die durch Fahrlässigkeit verursacht wurde. Hisashi Ouchi, der als Techniker in der Aufbereitungsanlage für Kernbrennstoffe in Tokaimura arbeitete, wurde aufgrund von Fahrlässigkeit am Arbeitsplatz Opfer. Die Anlage diente als Umschlagplatz für die Produktion von Brennstäben für Atomreaktoren. Dazu wurde radioaktives Uran in hohen, dünnen Zylindern stabilisiert, die mit Salpetersäure vermischt und dann in einen Lagertank gebracht wurden. Später beschlossen sie jedoch, den Prozess zu vereinfachen, indem sie das Uran in einem normalen Eimer mit Salpetersäure mischten und es dann in den Stabilisierungstank schütteten. Das sparte Zeit und Energie, weil sie die schweren Maschinen nicht mehr anwerfen und warten mussten. Am Tag der Katastrophe bat Hisashis Chef ihn um Hilfe. Da er diesen Job noch nie gemacht hatte, wusste er nicht, dass für die Lagerung von Uran aus Sicherheitsgründen besonders hohe und dünne Zylinder erforderlich sind, die an diesem Tag nicht verwendet wurden. Um den Prozess zu beschleunigen, erhöhten sie außerdem die Urankonzentration in der Flasche von 5% auf 18%. Als der letzte Eimer mit der Lösung in den Tank geschüttet wurde, wurde der Raum in ein blaues Licht getaucht. Dieses Phänomen tritt auf, wenn Kernmaterialien die Kritikalität erreichen. Das ist ein Zustand, in dem die Moleküle so dicht beieinander liegen, dass die Neutronen innerhalb dieser Moleküle aufeinandertreffen und sich gegenseitig ersetzen. Im Grunde genommen hatte Hisashi einen Atomreaktor mitten im Raum aktiviert. Die sichere Dosis für Menschen liegt bei 1/1000stel eines Sievert. Aber hier war klar, dass die Arbeiter in der Fabrik viel mehr abbekommen hatten. Trotzdem wusste niemand, wie viel Hisashi aufgenommen hatte. Der Vorfall löste eine Panik aus, die zu einer Evakuierung führte.
Aber als sich in Russland ein noch schwereres Unglück ereignete, fiel die Information darüber unter den Tisch. Im Mai 71 bestand die Gefahr am Stadtrand von Moskau einer radioaktiven Wolke. Das Kurtschatow-Institut beherbergte einen Versuchsreaktor. Am Ende des Arbeitstages deaktivierten die Beschäftigten den Reaktor, was Zeit und Sorgfalt erfordert. Aber an diesem Abend wollten alle ihre Arbeit schneller beenden, also beschlossen sie, ein Notabschaltungsprotokoll zu befolgen. Infolgedessen hatte die gesamte Struktur keine Zeit, sich abzukühlen und wurde extrem heiß. Am Boden des Reaktors bildete sich ein übermäßiger Druck. Die Uranstäbe lösten sich und fielen heraus. Sie landeten eine Ebene tiefer und bildeten eine kritische Masse. Es kam zu einem Strahlungsblitz, woraufhin die Stäbe schmolzen und die Kernreaktion aufhörte. Aber es war zu spät. In dem kurzen Moment, in dem die Reaktion anhielt, erhielt der Techniker Wasiljew eine Strahlendosis von 6 Sievert und starb am nächsten Tag an einem Herzinfarkt. Sein Kollege erhielt 2 Sievert und kämpfte 2 Wochen um sein Leben, bis auch er schließlich der Strahlenkrankheit erlag. Andere Arbeiter wurden durch die Betonstruktur vor der Strahlung geschützt. Einem von ihnen mussten jedoch aufgrund der Strahlenbelastung schließlich die Beine amputiert werden. Der Vorfall wurde geheim gehalten, sogar vor Mitarbeitern anderer Abteilungen des Kurtschatow-Instituts. Die radioaktive Wolke, die sich bei dem Unfall gebildet hatte, hat sich angeblich nie über das Gelände des Instituts hinaus ausgebreitet. Während der Sowjetära wurden mindestens 5 ähnliche Vorfälle unter Verschluss gehalten. Doch auf der anderen Seite der Welt spielte sich etwas Ähnliches ab. Der 24. Juli 64 wurde der schlimmste Tag für Robert Peabody, einen Produktionsmitarbeiter in der Nuklearanlage Wood River Junction in Rhode Island, wo Brennstäbe für Atomreaktoren und andere Produktionsnebenprodukte verarbeitet wurden. In der Produktionslinie kam es zu einem Unfall, der die sofortige Demontage erforderlich machte. Das Ergebnis war, dass der Raum mit Behältern voller radioaktiver Gegenstände und Substanzen übersät war. Vor allem spezielle 11-Liter-Flaschen, die eine Uranlösung in niedriger und hoher Konzentration enthielten und mit Papieretiketten gekennzeichnet waren, die mit Gummibändern befestigt waren. Trotz des Unfalls musste das Lösungsmittel, das sich nach dem Waschen der radioaktiven Teile mit Uran angereichert hatte, gereinigt werden. Dazu reichte es aus, ein spezielles Reagenz hinzuzufügen und manuell zu schütteln. Aber wegen des Unfalls beschlossen die Arbeiter diesmal, Zeit zu sparen und das Lösungsmittel in großen Chargen in einem Bottich mit einem Rührwerk zu reinigen. Das sollte völlig sicher sein, solange die Urankonzentration niedrig blieb. Peabody nahm eine Flasche, die mit einer hellgelben Flüssigkeit gefüllt war, und trug sie zum Bottich. Das Etikett war von der Flasche gefallen, weil das Gummiband gerissen war, und er wusste nicht, dass die Flasche tatsächlich Uran in einer sehr hohen Konzentration enthielt. Noch bevor Peabody die ganze Flüssigkeit eingegossen hatte, merkte er, dass etwas Schreckliches passiert. Sirenen schallten durch das Gebäude, ein blauer Lichtblitz schoss aus dem Bottich und heiße Flüssigkeit spritzte bis an die 20 Meter hohe Decke. Das lag daran, dass sich der Bottich in einen unkontrollierbaren Atomreaktor verwandelt hatte. Peabody eilte aus dem Zimmer und riss sich seine verseuchten Klamotten vom Leib. Aber es war schon zu spät. Er musste brechen und Blut floss aus seiner Nase und seinen Ohren. Innerhalb einer Stunde war Peabody im Krankenhaus und es schien ihm besser zu gehen. Doch schon bald traten Schwellungen auf und sie mussten ihm den Ehering vom Finger abschneiden. Sein Blutdruck stürzte ab. Peabody fiel in ein Koma und starb, 49 Stunden nach dem Vorfall. Wenn man bedenkt, dass er eine Strahlendosis von 100 Sievert ausgesetzt war, ist es erstaunlich, dass er so lange durchgehalten hat. Das ist 1000-mal mehr als die tödliche Dosis.
Während des Fabrikunfalls in Japan erhielt Hisashi Uchi eine viel geringere Dosis als Peabody, aber gleichzeitig viel mehr als die Mitarbeiter des Kurchatow-Instituts. Im Grunde war dies ein einzigartiges Strahlungsexperiment an einem Menschen. Hisashi Uchi war der erste Mensch, der eine massive Strahlendosis von 20 Sievert erhielt und weiterlebte. Um ihn zu retten, mussten die Mediziner zu einer experimentellen Behandlung greifen. In der dritten Phase der Strahlenkrankheit kumulieren die Schäden und der Zustand des Patienten verschlechtert sich erheblich. Die Folgen können von leichten Symptomen wie Hautverbrennungen oder Schleimhautschäden bis hin zu einer vollständigen Abschaltung des Immunsystems reichen, wie es bei Hisashi der Fall war. Sein erstes großes Problem war die Atmung. Aufgrund von starken Schmerzen in der Brust konnte Hisashi nur noch flach atmen. Deshalb wurde er an eine Maschine angeschlossen, die für ihn atmete. Die Ärzte entnahmen Hisashi eine Knochenmarksprobe, um das Ausmaß der Schädigung seines Immunsystems zu bestimmen. Es stellte sich jedoch heraus, dass es nicht nur beschädigt, sondern auf genetischer Ebene fast vollständig ausgelöscht war. Die Ärzte zogen eine Transplantation in Betracht, aber die Tests zeigten, dass dies unmöglich war. Hisashis Blut hatte zu wenig Lymphozyten, um nach der Operation Infektionen zu bekämpfen. Außerdem mangelte es ihm an Blutplättchen. Jeder kleine Schnitt konnte dazu führen, dass er verblutete. Also nahmen sie Stammzellen von einer von Hisashis Schwestern und verabreichten sie intravenös. Die erste experimentelle Transfusion dauerte 4 Stunden. Und unmittelbar nach dem Eingriff verschlechterte sich der Zustand des Patienten. Seine Schleimhäute waren dramatisch zerstört, was zu einer schnellen Dehydrierung führte. Eine Woche nach der Exposition entfernte eine Krankenschwester beim Auswechseln eines Katheters ein Pflaster und riss versehentlich ein Stück Haut mit ab. Es bildeten sich keine neuen Zellen und die alten waren abgestorben. Hisashi war jetzt in seiner eigenen Haut gehüllt wie in einen Anzug. Aber das Schlimmste war, dass aufgrund von Kreislaufproblemen die Schmerzmittel nicht wirkten. Wegen der unerträglichen Schmerzen stieß Hisashi die Krankenschwestern weg und schrie, dass er kein Versuchskaninchen sei. Aber während die Experimente der Ärzte darauf abzielten, den Patienten zu retten, endeten andere Experimente mit dem Tod von Hunderten. Im Los Alamos National Laboratory in New Mexico arbeiteten Wissenschaftler an der Entwicklung der tödlichsten Waffe aller Zeiten, der Atombombe. Auch nach der Auflösung des Atomprogramms wurde der Kern einer solchen Bombe dort zu Forschungszwecken aufbewahrt. Er wurde als Dämonenkern bekannt. Und hier ist der Grund dafür. 1945 begann ein junger, talentierter Wissenschaftler, Harry Daghlian, mit der Entwicklung eines Neutronenreflektors. Um die Kritikalität des Kerns zu untersuchen, umgab er den 6 Pfund schweren Plutoniumkern mit 10 Pfund schweren Wolframkarbidsteinen. Jeder brachte den Kern näher an die Kritikalität heran. Also überwachte Daghlian sorgfältig den Neutronenzähler, um sicherzustellen, dass er nicht zu viel platzierte. Als Daghlian sich mit dem letzten Stein näherte, signalisierte der Zähler einen bevorstehenden überkritischen Zustand. Er versuchte, seine Hand vom Kern zurückzuziehen, aber er verlor den Halt. Der Stein fiel herunter und verursachte eine Katastrophe. Eine Hitzewelle und ein blaues Glühen erfüllten den Raum. Um die Reaktion aufzuhalten, zerlegte Daghlian die Anlage mit bloßen Händen. Er wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Da er einer Strahlendosis von 21 Sievert ausgesetzt war, fiel er schnell in ein Koma. Und 25 Tage nach dem Vorfall starb er an den Folgen der schweren Strahlenkrankheit. Sein Immunsystem konnte das nicht verkraften. Moderne Analysen deuten darauf hin, dass Daghlian durch die Strahlung getötet wurde, die er beim Zerlegen der Anlage erhielt. Der Dämonenkern hinterließ jedoch ein tödliches Vermächtnis. Daghlians Kollege bei der Erforschung der Kritikalität von Uran und Plutonium war Louis Slotin. Aufgrund seines sturen Charakters unternahm er 1946 ein ähnliches Experiment, obwohl er sich der damit verbundenen Gefahren voll bewusst war. Im Fall von Slotin wurde der Dämonenkern zwischen Beryllium-Halbkugeln platziert. Die wichtigste Bedingung war, einen Raum zwischen ihnen zu lassen, damit überschüssige Neutronen entweichen konnten.
Und Slotin tat dies mit einem Schraubenzieher in seiner Hand. Das Experiment endete, als der Schraubenzieher aus seinem Griff rutschte, die Halbkugeln sich vereinten und eine Kettenreaktion mit einem Strahlungsausbruch stattfand. Ein blaues, ionisierendes Glühen und eine Hitzewelle erfüllten den Raum. Er entfernte die obere Halbkugel innerhalb von Sekunden, aber es war zu spät. Slotin hatte einen säuerlichen Geschmack im Mund und ein brennendes Gefühl in der linken Hand. Nach modernen Analysen lag seine Strahlenbelastung bei über 21 Sievert. Der Forscher fühlte sich den ganzen nächsten Tag lang übel. Am zweiten Tag im Krankenhaus schien sich sein Zustand zu verbessern, aber am dritten Tag waren die Auswirkungen der Strahlung offensichtlich. Seine Hände schwollen an und wurden blau und er bekam rote Stellen. Seine Eingeweide und seine Blase versagten. Die Ärzte beschrieben Slotins Zustand als einen dreidimensionalen Sonnenbrand. Slotin fiel in ein Koma und starb am 10. Tag nach dem Vorfall im selben Zimmer wie Daglin. Dieser Vorfall bedeutete das Ende der praktischen Reflektorexperimente und der Dämonenkern wurde schließlich zerstört. Aber die schrecklichsten Vorfälle passieren nicht durch die Dreistigkeit der Experimentierenden, sondern durch unvorhersehbare Unfälle. Der Vorfall in dem Werk, in dem Hisashi Uchi arbeitete, wurde als Unfall eingestuft, weil über 600 Menschen betroffen waren. Sie alle erhielten jedoch nur eine minimale Strahlung und wurden nicht krank. Hisashi allerdings, der befand sich inzwischen im vierten Stadium der Strahlenkrankheit. Diese Phase ist entscheidend. Eine Person erholt sich entweder vollständig oder stirbt. 10 Tage nach dem Fabrikunfall war Hisashi Uchi an einen Beatmungsschlauch angeschlossen und konnte nicht mehr sprechen. Nach der Stammzellentransfusion bestand die Hoffnung, dass Hisashi sich erholen würde. Doch als die Ärzte neue Knochenmarksproben entnahmen, wurden sie unangenehm überrascht. Etwa 10% der Zellen, die Hisashi von seiner Schwester übertragen wurden, hatten beschädigte Chromosomen. Die Ärzte hatten keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, denn Hisashi begann im Darm zu bluten. Die Ärzte riskierten eine Endoskopie und sahen, dass da überhaupt gar keine Schleimhaut mehr war. Trotz der tödlichen Erscheinungen der vierten Stufe der Strahlenkrankheit kämpfte Hisashi weiter um sein Leben, sodass die Ärzte die Hoffnung nicht verloren. Aber was würde passieren, wenn viele Menschen auf einmal einer so hohen Strahlendosis ausgesetzt wären? K-19 war das erste sowjetische U-Boot, das mit Atomsprengköpfen bewaffnet war. Im Juni 1961 nahm das Schiff an Übungen im Arktischen Ozean teil. Doch dann geschah etwas, das niemand erwartet hatte. Das einzige Kühlrohr des Reaktors bekam einen Riss und hielt dem Druck von 200 Atmosphären nicht mehr stand. Das Wasser aus dem Kühler strömte in den Reaktorraum und dann in das ganze U-Boot. In der Reaktorwanne sammelte sich geschmolzenes Uran an und überschritt die kritische Masse. Eine Atomexplosion stand unmittelbar bevor. Es wäre ein Vorläufer von Tschernobyl gewesen, denn das Schiff hatte einen weiteren Reaktor und 3 Atomsprengköpfe. Jemand musste unter Einsatz seines Lebens ins Innere gehen, um das Kühlsystem des Reaktors zu reparieren. Der Kapitän schickte zuerst Leutnant Kortschilow. Der einzige verfügbare Schutz waren Gasmasken und Regenmäntel, die natürlich nicht vor der Strahlung schützen. Nach 5 Minuten rannte Kortschilow aus dem Reaktorraum, riss seine Gasmaske ab und begann sich zu übergeben. Die Stellen seiner Haut, die nicht durch Kleidung geschützt waren, färbten sich schnell rot. Sein Gesicht und seine Hände schwollen an und Blut sickerte unter seinen Haaren hervor. Kortschilow bekam 54 Sievert Strahlung ab. 22 Menschen starben an den Folgen der Strahlenbelastung. Alles, womit die Matrosen im Krankenhaus in Berührung kamen, musste vernichtet werden. Sie wurden in einem Massengrab beerdigt und der Unfall wurde bis zur Auflösung der Sowjetunion streng geheim gehalten. Und Leutnant Kortschilow war nicht der Einzige, der sein Leben gab, um die Ausbreitung der Katastrophe zu verhindern. Alexander Lelechenko arbeitete als stellvertretender Leiter der Elektroabteilung im Kernkraftwerk Tschernobyl.
Seine Kollegen hielten ihn für einen exzellenten Spezialisten, dem es aber ein bisschen an Biss fehlte. Doch am 26. April 86 bewies er das Gegenteil. Es ist schwer vorstellbar, aber die Katastrophe von Tschernobyl hätte um ein Vielfaches schlimmer sein können. Denn nach der ersten Explosion breitete sich das Feuer schnell aus und es hätte zu einer neuen Serie von Explosionen kommen können. Lelitschenko wurde nur wenige Minuten nach dem Unfall in die Station gerufen. Er hatte die Aufgabe, die Wasserstoffeinheit des vierten Leistungsreaktors abzuschalten, um eine Wasserstoffexplosion zu verhindern. Lelitschenko beeilte sich, die Wasserstoffzufuhr zu dem defekten Generator abzuschalten. Er wusste, dass er eine extrem hohe Strahlendosis von fast 25 Sievert erhalten hatte. Obwohl er sich schwach fühlte, fuhr er fort, die Wasserstofferzeugung in den Sektoren abzuschalten, denn er wusste, dass er bereits dem Untergang geweiht war. Als Lelitschenko seine Arbeit beendete, war sein Zustand schlimm. Sein ganzer Körper war rot und mit Verbrennungen übersät, begleitet von Übelkeit und Schwäche. Die Ärzte verabreichten ihm Salztropfen, um seine Körperflüssigkeiten wieder aufzufüllen. 2 Tage später kehrte Lelitschenko jedoch zum Kernkraftwerk zurück. Die Situation war immer noch kritisch, da an 9 Stellen Brände ausbrachen. Also arbeitete der Elektroingenieur weiter. Er musste buchstäblich durchs radioaktive Wasser stapfen, während er die Ventile schloss. Wenige Tage nach dem Unfall wurde Lelitschenko nach Kiew gebracht. Er lebte eine weitere Woche im Krankenhaus und starb dann an der Strahlenkrankheit. Er war der 3. Mensch, der bei dem Unfall im 4. Leistungsreaktor ums Leben kam. Hisashi Ouchi lebte viel länger, aber das war wahrscheinlich kein Trost für ihn. Am 29. Tag nach der Strahlenbelastung begannen sich die Muskeln seines Arms, die bei dem Unfall am meisten in Mitleidenschaft gezogen worden waren, aufzulösen, sodass die Gefahr einer Nierenverstopfung bestand. Seine Augen begannen zu bluten und alle seine Nägel fielen ab. Zahlreiche Versuche, Hauttransplantationen durchzuführen, blieben erfolglos. Die Blutungen aus den unteren Eingeweiden und dem Magen setzten wieder ein. Das medizinische Personal begann sich zu fragen, ob es überhaupt möglich war, eine Person am Leben zu erhalten, die im Grunde genommen auseinander fiel. Am 59. Tag nach dem Unfall versagte Hisashis Herz zum ersten Mal. Im Grunde hielten ihn nur noch die Maschinen in dieser Welt. Nach dem anschließenden Herzstillstand versuchten sie daher nicht, ihn wiederzubeleben. 83 Tage nach dem Unfall starb Hisashi Ouchi an den Folgen der Strahlenbelastung. Seine Geschichte, so erschütternd sie auch sein mag, ist zu einem wahren medizinischen Wunder geworden. Damit eine Durchschnittsperson einer solchen Strahlenbelastung ausgesetzt wird, bedarf es einer Reihe unglücklicher Umstände. Das größte Risiko der Strahlenbelastung im Alltag besteht in Krankenhäusern. Das Röntgen zum Beispiel, das ist das gefährlichste Verfahren, wenn es zu oft durchgeführt wird. Um jedoch so belastet zu sein wie Hisashi, müsstest du dich 420 Röntgenuntersuchungen gleichzeitig unterziehen. An 2. Stelle steht Essen. Durch den Verzehr einer Banane erhältst du etwa 1/10 eines Mikrosieverts. Um wie Hisashi bestrahlt zu werden, müsstest du also 5 Millionen Bananen essen. Aber die größte Strahlungsgefahr liegt im Himmel. Zuerst wirst du dem Scanner am Flughafen ausgesetzt. Aber das ist nichts im Vergleich zu der Strahlung, die du bekommst, wenn du in einem Flugzeug über den Wolken bist. Um an der Strahlenkrankheit zu erkranken, müsstest du dein ganzes Leben lang ununterbrochen fliegen, ohne Pause. Zumindest, wenn du nicht beruflich aus mehr als 800 Metern Höhe springst. Dort kannst du tatsächlich verstrahlt werden. Aber mit welchem der verstrahlten Helden in diesem Video sympathisierst du denn am meisten? Schreib uns in die Kommentare.